Herr Dr. Fischer, ein großes Thema zur Bewältigung vieler der Ziele, die sich auch die UNO gesetzt hat, wie zum Beispiel Klimawandelproblem zu lösen, ist ja, dass jede und jeder Einzelne einen Beitrag leisten muss, die Verantwortung übernehmen muss für den Planeten Erde. Wie kriegt man das hin, die Menschen zu motivieren, diese Verantwortung auch zu übernehmen? Solzhenitsyn hat einmal geschrieben, dass die Grenze zwischen Gut und Böse mitten durch das Herz jedes Menschen geht. Und das heißt, dass wir nicht die Chance haben, alle Menschen für ein gutes und richtiges Ziel zu gewinnen. Aber es kommt letztlich auf jeden Einzelnen an. Darauf beruht ja das System der Demokratie. Und darum glaube ich, dass jedes Bemühen, jeder kleine Beitrag, hier unsere globale Verantwortung wahrzunehmen und to leave nobody behind, niemanden zurückzulassen, dass die Energie, die wir da investieren, sich auszahlt und dass wir uns dem Ziel nie perfekt widmen können, aber uns dem Ziel annähern können. Und damit haben wir eine schöne und wichtige Aufgabe.